Konnichiwa Scott und guten Morgen aus Tokio. Es ist 5:30 in der Früh. Ich bin leider nicht schaumunter, sondern nur immer munter, weil der Jetlag doch leider mehr hittet als erhofft. Weil am ersten Tag, also dann so Dienstag, gestern, also ich bin am Sonntag angekommen, da habe ich noch ein Video gemacht, so im letzten Video, der Abschluss war das. Da habe ich leider nicht so gut schlafen können, bin irgendwie um 2 in der Früh munter geworden und ja, war wack. Da habe ich dann 2-3 Stunden geschlafen oder so, war halt nicht so nice und ich habe es leider auch von der Erkältung dann richtig gemerkt, so der Flug hat mich ziemlich mitgenommen, sadly, weil ich war in Österreich schon ein bisschen erkältet und ja, der 11-Stunden-Flug hat es nicht besser gemacht, wer hätte es gedacht. Genau, das ist mir leider nicht so gut gegangen. Und obwohl ich sehr excited bin, dass ich da bin und sehr viel Vorfreude habe und nur immer Freude, also es ist mega fucking nice, dass ich da sein kann. Also es kann ich wirklich sehr appreciaten. War halt dann leider alles ein bisschen wack in dem Moment. Und ja, was dazu kommt auch noch, dass gestern war so der einzige scheine Tag in der Woche, weil heute und den nächsten Tag soll es regnen, aber uns gerade noch ziemlich gut ausschaut. Die Clouds da oben sind auch ziemlich beautiful. Ich bin auch sehr dankbar über den geilen Balkon, was wir da haben. Ist ziemlich sick. Genau, ich bin halt ultra nicht mittig, oder? So ist besser, ey. Genau. War halt ein bisschen wack alles. Hab dann trotzdem in der Früh mir auf Suche nach Essen gemacht, weil kann ich einfach verhungern da, oder? War dann im 7-Eleven, so einer der gängigsten Supermärkte da. Oder halt so, sonst von den kleinen, die so 24/7 offen haben, was ziemlich nice ist. Ja. Genau, hab ein bisschen so Reis gegönnt, also so Onigiri, Reisballs, das war ziemlich nice. Ja, ein bisschen die Gegend erkundet, waren so am Morgen schreien und hab da so einen argen Raben gesehen, einfach vor mir. Da war kurz hier. Warte, jetzt wenn das Video läuft. Lasst es. Alles gut. Jedenfalls war das auch ziemlich sick. Der ist halt da gleich in der Nähe und ist halt eher so ein kleiner, der eher ein bisschen abgefuckt ist für so japanische Verhältnisse, I suppose. Also, das war aus meiner Sicht nicht wirklich abgefuckt, der war sehr fucking nice, aber er war jetzt halt so, ja, krank, ist halt so ein kleiner Nachbarschaftsstein, ist irgendwie schon cute. Ist halt kein so riesiger Orga, wie wir in den nächsten Tagen und Wochen wohl noch sehen werden. Fix. War auf jeden Fall ganz nice. Ja, aber da habe ich dann auch gemerkt, so gesundheitlich ist mir nicht so mächtig gegangen. Und dann dachte ich, ja, bleibt den restlichen Tag daheim. Aber dadurch, dass gestern so der einzige scheine Tag war und ich sowieso meine SIM-Karten für, also meine japanische SIM-Karten holen müssen habe, weil ich hätte die eigentlich beim Flughafen gekriegt, aber das ist dann nicht ausgegangen, weil ich dann spät dort war, dann schon zugehabt, habe ich dann zur Tokyo Station bin dann gefahren. Und habe mir dort die SIM-Karten geholt und da ist ja gleich der imperiale Palast in der Nähe, da wo ich dann hingehe. Der hat leider das Tor zugehabt und mir ist jetzt still nicht so gut gegangen. Genau, darum habe ich da ein paar kleine Pics und Aufnahmen gemacht, die man jetzt wahrscheinlich sehen wird. Genau. Und dann habe ich den ganzen Nachmittag noch geschlafen und die ganze Nacht jetzt noch eine Freundin von mir Basos Frau geschaut, wie sie halt so gehört als Österreicher. Ja. Genau, so ich beim Duschen und jetzt werde ich mich noch ein bisschen hinlegen. Und wir sehen sie dann wahrscheinlich heute Nachmittag am Abend oder die Tage. Genau. Guten Mittwoch. Ich bin noch benigt und ich werde jetzt Ramen essen gehen und ich bin so hyped. Wir sehen sie gleich dort. Ich bin back again reporting from the Ramen essen. Es war ziemlich legit. Es war ziemlich gut. Also haben wir jetzt vom Sessel gehauen, das war so Special Ramen, so Steaming Red Dragon Ramen. Ja, war ganz nice. Ich war dann nur noch ein Ramen essen beim Sensoji, ist der bedeutendste und älteste Tempel Tokios. Der war ziemlich sexy, aber ziemlich viel Leid. Und danach war ich nur so in so Shopping Streets und da waren diese crazy Fische. Die haben sich irgendwie nicht ganz bewegt, aber dann schon ein bisschen, die haben super weird ausgeschaut. Aber gedacht, I'll share it with you guys. Ja, Konnichiwa, grüß euch miteinander. Es ist jetzt Freitag und ich habe mir gerade was Orgs gekauft. Ich zeige es euch jetzt. Es ist ein Nudelsäme. Es ist einfach Säme mit Nudeln drin. Orger Scheiß, das tun wir jetzt gar keine. Und währenddessen erzähle ich, was gestern und heute so abgegangen ist. Oder, boah, ich probiere einfach gar keine Scheiß Säme, das ist echt gut. Schaut euch das an.
Es riecht fucking geil eigentlich, Alter. Ich stelle es mir so geil vor. Das ist literally was, was ich selber machen kann. Das gibt es einfach im Geschäft zum Kaufen. Es ist geil. Arger Scheiß. Werden wir wieder kaufen. Wirklich, wirklich nice Scheiß. Wenn die Nudeln noch warm waren, ist es nur mehr geil, aber so mit Knoblauch liegt. Bisschen Sirs und mit Sojasauce. Geile Nudeln sein, mich erst. Okay, fangen wir mal gestern an. Ich habe an dem Morgen Video geschnitten, was heute online geht, das was ich heute noch fertig machen muss, wo ich heute auch wieder ein paar Stunden da gesessen bin. Dann war ich in Ueno. Da habe ich einerseits mal einen Stempel beantragt, den habe ich jetzt gekriegt. Ich bin noch gar nicht. Da ist mir auch ein Stempel drin. Kann ich einfach aufreißen. Muss man glaube ich. Alter, da meine Stempelschatulle. Und in der Stempelschatulle jetzt, ich sage jetzt auch das erste Mal, ist da der Orge. Kann man das irgendwie lesen? Kann man das fokussieren, glaubst du? Schaut nicht so aus. Aber da steht Bändig drauf. Und in meiner Stempelschatulle ist da so ein Ding, da drücke ich drauf. Das können wir gleich da demonstrieren. Tun wir da so rein. Dann nehmen wir das Papier und fetzen da auf. Ich habe es nicht so gut gemacht, aber da steht jetzt. Warte, da sieht man es ja besser. Benedikt. Der Benedikt-Stempel. Oh, die Maschine. Alter, das ist echt ein fesches Gerät. Bild. Dann habe ich gestern beantragt und heute eben abgeholt. Zumindest alles, was ich heute habe, Spoiler. Außer ich war beim Mac, da will ich auch noch ein paar Sachen verzögern. Auf jeden Fall war ich den Stempel beantragen, dann war ich beim Gemeindeamt, aber bei dem großen von dem ganzen District, ja, von der ganzen Gemeinde, da ich halt sagen, ne. Und es war so zack, ich habe da erstmal so eine Nummer ziehen müssen und dann habe ich eine halbe Stunde gewartet, glaube ich, circa, also ich glaube eine halbe Stunde komme ich gut hin. Dann haben die wieder nicht Englisch können, obwohl ich diesmal bei dem großen Dingens war. Das war ziemlich annoying. Weil ich schaue Japanisch, aber halt nicht aus so einem Level, dass ich da jetzt beim Gemeindeamt mit registrieren konnte, leider. Ja, und dann war das ja wieder hin und her und dann haben sie sogar so eine Dolmetscherin auf so einem Tablet hergeholt. Und ja, dann ist irgendwie dann endlich gegangen, dass auf meiner ID-Karte jetzt endlich die Adresse aufgedrucken, was nötig ist, damit ich bei einer Bank dann ein Bank-Account, ein Bank-Account eröffnen kann. Was ich eigentlich heute wollte, aber es regnet so arg viel, dass ich heute einfach nur einen Stempel geholt habe und mir gedacht habe, that's enough. Ja, genau, dann war ich da in Ueno nur bei dem Schrein da, das war ziemlich nice. Da habe ich ein paar Pictures gemacht, die zeigt man da jetzt bestimmt so. Genau, oh, da ist das Frame. Alter, da sind die Bilder jetzt, Alter, ich bleibe einfach da auf der Seite, dann könnt ihr es anschauen. Genau, sonst habe ich gestern eher nichts mehr so besonders da. War dann auch noch ein bisschen shoppen dort und haben mir umgeschaut, war ganz cool so. Aber sonst war es das eigentlich mostly. Und heute habe ich heute Video geschnitten wieder, wie gestern. Und war jetzt nochmal in Ueno und habe heute den Stempel abgeholt und mir informiert wegen Bankaccounts. Das darf ja nicht ganz so leicht werden, aber das schauen wir dann die Tage mal an. Vermutlich erst nächste Woche, weil jetzt ist Freitag und ich weiß nicht, ob die am Wochenende hacken. Das kommt auf. Naja. Ja, jetzt habe ich eine Nudel sein müssen. Boah, was ich heute nur da habe. Ich war beim Mecke, was arg ist. Weil eigentlich kann. Ich wollte mir eigentlich so ein Sandwich kaufen, habe ich kein Geld mehr gehabt. Und da war nirgends ein Bankomat. Darum bin ich dann einfach heimgefahren und da ist gleich bei der Station, wo ich aussteige, ein Mecke und ein Burger King und ein Denny's. Und ich habe überlegt, wo ich hingehe, bin mir zum Mecke reingegangen und habe mir jetzt halt so das Menü angeschaut. Da gibt es gar nichts Vegetarisches. Oder halt Salat und Pommes. Aber keine Burger. Beim Burger King habe ich nachher auch noch geschaut, da hat es einen vegetarischen Burger gegeben, so also Beyond Meat Stuff. Aber der war ausverkauft oder hat das gestanden, sorry, gibt es nicht erst. Unlucky. Aber dann habe ich so einen Spicy Chicken Burger gegessen und Pommes dazu und einen Gemüsesaft, der was komplett geil geschmeckt hat für das, dass der Gemüsesaft war. Und es war alle noch sehr geil und hat nur 3,50 gekostet. Das waren Pommes, ein Burger und ein Geschenk um 3,50, was absolut overpowered ist, wenn man es mit uns vergleicht. Es war aber so ein kleiner Burger, so Hamburger-mäßiger Size.
Muss man auch zu sagen, drum eben jetzt nochmal das arge Nudelbrot. Alter, würde Geschichte. Das habe ich gesehen und habe mir gedacht, Alter, so ein Nudelbrot. Arg. Genau. Jetzt war es soweit. Jetzt werde ich dann noch fett Pause auf die Frau reingrinden und das Video endlich fertig schneiden und so. Also, es ist fertig geschnitten, aber Audio-Stuff halt nur, also so Hintergrundmusik. Ja, keine Ahnung, es gibt irgendwie auch noch so komische Cringe, Upbeat, Background-Music-Stuff, aber das zahlt mich nicht so. Da muss ich nur schauen, wie da tue und so. Das Thumbnail muss ich mir auch noch überlegen. Naja, das wird schon. Konnichi, grüß Gott wieder mal. Es ist Sonntag. Ich werde dann auf Smash-Turnier schauen und bin ja schon sehr excited. Werde euch da mitnehmen. Keine Ahnung, ob ich dort da so ein bisschen labern werde oder nur so Eindrücke filmen. Vermutlich zweiteres, aber wir werden es sehen. Genau, mal schauen, wie arg ich rasiert werde. So in Wien bin ich ja meistens gescheit rasiert worden. Also ich habe meistens einfach 2 Games verloren und war damit draußen. Wobei, einmal habe ich eins gewonnen. That's something. Vermutlich sind es wieder nur mehr, aber we will see. Genau. Gestern war Samstag, da habe ich auch nichts dazu gesagt. Da habe ich nicht wirklich viel gemacht oder weitergebracht. Ich war in Akihabara. Das ist so die Electronics und Anime City, wo es halt ganz viele Stores gibt mit diesen Sachen. Was eigentlich ultra cool ist. Ich habe es leider nicht so enjoyen können, aber gestern irgendwie nicht so my dog, sadly. Aber ich war dann nur in einem Park und so an einem See. Und hab ein bisschen gelesen und chillt und das war dann ganz nice. Da waren also arge Skater, mit denen wollte ich eigentlich reden, aber ich habe dann doch nicht traut. Aber ich bin zumindest bei einer vorbeigegangen. That's something. Genau, dann sehen wir sie beim Turnier. Da sind wir auch schon beim Smash-Turnier ganz viel. Da sehen wir das Final Match gerade. Also kein Game von mir. Ich habe mein erstes Game gewonnen, es war ultra spannend, es war ein sehr, sehr nice Game. Aber im nächsten dann eigentlich ziemlich miserabel verloren gegen so einen Mega Man-Dude, der war echt wild, arger Typ. Ich glaube, der ist ja ziemlich weit gekommen. Aber irgendwie iconic auch für Japan, dass man jetzt Min Min gegen Steve sagt. Ja, cursed Gameplay eigentlich. Aber tatsächlich muss man auch sagen, es waren eigentlich großteils, würde ich sagen, 90% International People, also irgendwie Amerikaner und einen Deutschen habe ich auch getroffen und. Genau, all of that. Wobei die Min Min da tatsächlich ja Japan ist. So, that's something. Genau, aber so das Turnier war sehr nice. War nice, wieder mal ein bisschen mit Leuten zusammengekommen. Da sehe ich mir jetzt nur die Venue gerade. Ja, war einfach so ein gemietetes Ding, und mit ein paar Budgets aufgeführt war. Ist eigentlich eher ähnlich wie bei uns, ziemlich chillig. Da kommen wir auch schon zum Montag. Da sehe ich mir jetzt Yurika Mume, das ist so ein wilder Zug, mit dem ich zum Treffen gefahren bin. Aber fangen wir mal an. Also mir ist in der Früh leider nicht so gut gegangen. Aber dann war ich beim Mäcki und dann hat es schon gefestet und dachte, ja okay, ich gebe mir das Treffen. Und zwar das Treffen habe ich über Reddit ausgemacht. Nämlich im Tokyo Subreddit hat es einen Thread gegeben, also einen Post über Finding Friends in Tokyo. Und da hat so ein Dude gepostet, ja, er ist so LGBTQ und er sucht irgendwie so coole People. Und dann dachte ich, ja okay, schreibe ich mal. Und da hat sich so eine Line-Gruppe, also so ähnlich wie WhatsApp, draus gebildet. Und ja, dann haben wir sie so verabredet, dass wir sie da treffen und halt irgendeinen Tag miteinander verbringen. Genau, was ich vorher beim Mac schon ein Big Fail war, weil ich wollte mir eigentlich ein normales Menü bestellen und einen zweiten Burger, aber irgendwie habe ich nicht gescheit verstanden. Dann habe ich 2 ganze Menüs gekriegt, wie man da jetzt sagt. Ja, Fail. Aber genau, die Zugfahrt war sehr nice, wie man sagt. Da fahre ich nämlich so ein Schlaufen aus und ich finde das irgendwie sehr nice ausschaut. Und der Zug fahr da so selbst fahrend, darum hat man auch da vorne ausschauen können und so. War sehr nice. Genau, die People waren wir dann auch gleich nur mal essen. Ich habe nicht gewusst, dass wir essen gehen, darum haben wir halt vorher Mac gerne gehabt. Genau, und waren dann bei so einem Einkaufszentrum. Da sind halt gerade so random Clips davon im Hintergrund. Ja, war ein sehr schöner Tag, war irgendwie sehr cool, die ganzen Leute kennenzulernen, waren auch echt alles ziemlich cool Leute und auch sehr international, also ein Brasilianer, ein Kanadier, Amerikanerin, eine aus Peru und eine Russin, also wirklich all there is basically und halt ich als geiler Österreicher, aber sehr nice, also im Einkaufszentrum haben wir jetzt ein bisschen durchgebummelt und waren dann in der Arcade, da haben wir so Mario Kart gespielt, das war sehr cool. Ja, und danach sind wir halt wieder essen gegangen, weil da war schon Abend, also wir waren so am Isekaya, das ist quasi so eine Bar, basically, wo man halt auch sowas essen kann. Und genau, da haben wir ein bisschen getalkt, chillt, was getrunken. Und danach waren wir dann noch in einem Park mit ein paar Bierchen und haben da über
Liebe und Gott und die Welt geredet, also irgendwie über alles, und war ganz interessant mit den Leuten zu reden, waren echt cool Leute und war, glaube ich, mein Highlight von der ersten Woche. Schöner Abschluss. Sag mal den Orgen Gandem, wow, der ist auch sehr nice. Das ist halt vor dem Einkaufszentrum da in Einfeld, das seht ihr gerade in Neublenstein. Ist halt so eine riesige Gundam-Statue, die sehr cool ist. Genau, das war my first week. War ziemlich hard irgendwo, muss man sagen. So, der Jetlag hat mich sehr gehittet, ich war sehr exhausted. Ziemlich viel der Zeit, mit dem Krankenhaus war zack. Das ist zum Glück inzwischen auch schon besser. Und ja, irgendwie von 0 auf 100 hat sich das ganze Leben plötzlich geändert, und davor müssen wir so allein in einer fremden Stadt. Das war nicht ganz easy, aber auch sehr interesting, und habe schon ein paar nice Lessons davon mitnehmen können. Und kann ich empfehlen, recommenden. Ist eine sehr spannende Stadt. Bin schon gespannt, wann ich noch mehr mit japanischen Persons zusammenkommen und reden kann. Was auch noch ein bisschen hard ist, aber genau. Das war's zu meiner ersten Woche. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video. Tschüss.